Wir sind hier gerade bei der, Ruine Blankenhorn und machen auch einen Märchenfilm. Ja, und das da vorne ist die kleine blaue Prinzessin. Die kleine Prinzessin von der Blankenhorn. Burg Blankenhorn. Nein, ich bin die Prinzessin von Montepo. Du bist ja die von Montepo. Die von Montepo ist gerade zu Besuch in Blankenhorn. Ja. Und die Prinzessinnen dort drin sind alle nicht vegan. Und deswegen... Hauen wir ab. Wir hauen ab. Echt interessant, was manchmal so in der Natur entsteht. Wie ist das wohl entstanden? Da hat jemand einen Stock zwischengesteckt. Und dann ist das zugewachsen. Ja? Ja. Weiß das der Guide? Habe ich selber schon tausendfach gemacht. Und gewartet, bis es dann umwachsen will. Beobachtet. Ich habe die ganze Zeit daneben gesessen. Hört sich gut an. Manchmal sieht man das auch, dass da 5, 6, 7, 8 Stück übereinander sind. Das warst du? Ja. Okay. Was machst du da hinter dem Baum? Darfst du da nicht einfach da so Sachen machen? Kriegst du da kriegst du das Video und jetzt kriegst du mit dem Besen zurück. Machst du Krümelarbeiten? Okay, es macht Spaß, eine Honigbiene zu sein. Er muss nochmal hochkantig riechen. Bist du glücklich? Bitte? Bist du glücklich? Ja, ich bin sehr glücklich. Okay, schauen wir mal von der Seite, wie rot der Knochen ist. Habe ich schon ein rotes Gesicht? Ja. Meine Füße sind ganz blass. Sieht total witzig aus. Genial. Was sagst du, Freches? Hinter der Kapelle wird geraucht und da werden die Kippen hingeschmissen. Weißt du, was hinter der Kapelle noch gemacht wird? Pfannkuchen? Geknutscht. Geknutscht. Und das hier ist der Nachtisch. Himbeermarmelade auf Toast mit einer Banane. Low fat. I got. Zündkerze funktioniert. Das ist es nicht. So, der Benziner, wann ist der auf? Auf on. Banane, Banane, Banane. Ich esse ich denn? Ich esse sie beide. Oh Mann, Bananen, wie göttlich. Oh, seid ihr süß. Habt ihr ein schönes kleines Gehege hier? Könnt ihr da schön dann rumtoben? Von der Mama weggenommen. Die rumgaloppieren, ja. Glücklich sieht irgendwie anders aus. Ja, das ist so. Ja, Angst haben die. Sind sie ja separiert von ihren Müttern. Nein, Kugel ist für uns. Kirschblüten. Gegen den Sommerhimmel. Juhu! Okay, let's go. Let's go. Banana Power. Banana Power. Eins, ja. Wie du denkst. Oh. Ah. Ja, cool. Nicht die Stange abschlecken, da sind wir dran. Erste fünf, dann drei. Ein Schokokuchen mit Zimt und Nelke und Schokostreuseln und Kakao.
und Schokolade. Ich finde, das hat eine super Passform und meine Ohren tun nicht weh. Ja, jetzt kann ich mir nur noch eine Snip-Einlage reinkleben und das ist perfekt. Vielleicht hier noch ein Schleifchen, dass man ein bisschen Gesicht hat und dass dieses hier nicht so breit ist, dass man nicht so blind durchs Leben läuft oder gleich auf ein Auge verzichten. Ja. Also dieser Mundschutz ist echt cool. Das ist ein atmungsaktives Stringtanga. Drückt nicht an den Ohren. Hier oben habe ich ein Geschenkbändel reingemacht. Das kann man da vielleicht noch abschneiden. Und sitzt gut. Zieht nicht an den Ohren, weil das ist komplett frei. Video. Video. Video von uns. Mhm. Aber wir haben ja gar keinen Videorekorder mehr. Videorekorder. Golf GDI ist abgemeldet. Oh nee, das hieß doch Manta, oder? GTI. Ich hatte Golf GTI. Du hattest Golf GTI? Nein. Hatte ich noch nie. Ich auch nie. Golf GTI. Also echt, damit bist du gar nicht der Typ. Ich bin froh, dass ich zu Fuß gehen kann. Der hattest einen Steiger-Klapprasse oder sowas. Was hattest du? Was war dein erstes Fahrrad? Bonanza-Rad? Nee. Echt, hattest du das? Ich hatte ein Bonanza-Rad. Ja. Wollte ich immer eins. Meine Schwester hatte eins mit so einer Gangschaltung. Drei oder fünf so Dinger in der Mitte. Und ohne Franzen am Lenker. Cool. Konnte man zu zweit drauf fahren. Ja, genau. Konnte man auf meinem Fahrrad aber auch. Bananensattel. Bananensattel, das war richtig geil, das Ding. Oh Mann. Na, Holger, was sagst du? Es ist Sonntag und es ist grün. Es ist grün. Hellgrün und frisch und neu. Es ist Frühling. Ich sage nur Frühling. Das ist eine Geschichte, die man erklären muss mit dem Frühling. Weil irgendwann... Mit der Einwortbeschreibung. Holger neigt dazu, Dinge mit einem Wort auf den Punkt zu bringen. Und zwar zum Beispiel haben wir mal gefärspert irgendwo im Sommer. Und dann lagen die Färspertbrote so da und dann kam da von oben runter so ein Blatt gewirbelt und hat sich genau auf das Brot gelegt. Und was sagt Holger? Herbst. Und ab da war Herbst. Ich weiß, er hatte recht. Und du sagst jetzt hier einfach nur grün. Ja, es ist auch einfach nur grün. Grün und frisch. Es könnte mal regnen. Es könnte mal regnen. Wir könnten mal wieder richtig schön durch ein Schlammrad fahren, nicht durch den Staub. Du bist in Schlamm und in Matsch. Ja. Das hatte ich jetzt nicht gedacht. Wir hatten monatelang Nebel, dann hatten wir Matsch. Und jetzt haben wir endlich Staub. Vor allem, ich bin gerade hinter ihm gefahren. Wir haben nicht nur Staub zu fressen, sondern auch Tannenzapfen und Stöckchen, weil du fährst wie eine Sau. Ja, was sagst du dazu? Zeigt das diabolische Grinsen. Macht Spaß hier. Da, die Aussicht ist auch genial. Da sind wir gerade runtergeheizt da hinten. Puh.